Ärgerlich. Wir können ja mal aus Spaß gucken, was so ein Huhn kostet. Weil die brauchen wir später definitiv, um ein bisschen Kohle beisammen zu kriegen. Weil mit Ding schafft man das nicht wirklich. Hallo. Oh, hallo, wie kann ich behilflich sein? Ich meine, das waren 1500. Huhn kaufen 1500, ja. Das ist dann natürlich so ein bisschen lang noch. Obwohl, das geht ruckzuck. Wenn wir erstmal die ersten Samen verkauft haben und dann Gewinn machen und dann die Sachen, die wir auch noch auf dem im Berg und so gefunden haben. Aber ich zeige euch jetzt, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, noch ein bisschen hier die Gegend, bis wir dann wieder Heuer machen und weitermachen können. So, da oben waren wir, da ist die Mine. Da gibt es später noch eine Mine. Also die ist eigentlich schon da. Nur das Problem ist, wir kommen noch nicht hin, weil man dann nur im Winter hinkommt. Dafür gibt es später auch Riesenhämmer. Also, was heißt ein Riesenhammer? Einen starken Hammer. Mit dem kann man so große Dinge halt zerstören. Das ist eigentlich relativ lustig. So, das war jetzt auch eigentlich das Gröbste vom Spiel. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal ordentlich an. Weiß, irgendwie sind ein paar Sprachfehler, haben sich heute richtig derbe breit gemacht. Das liegt aber echt daran, weil ich spreche in oder habe in Zelda ganz anders gesprochen. Und hier muss ich mich wieder umstellen. Also irgendwie ist das komisch. So, kann ich dich. Wow. Geht nicht. So, das sind Wurzeln. Alle mal mitnehmen hier. So. Schmeißen wir die auch wieder rein und gehen dann ins Bettchen. Ist ganz schön laff. Ein Fahrrad wäre cool. Fahrrad hätte was. Der arme Junge muss jetzt die ganze Wurzel auf den Kopf tragen. Ja gut, dann wird er nicht ganz so nass. Also, ich hole die heutige Versandware ab. Nein, warte, da muss noch was drin. Eins, zwei und drei. Und dann pfeife ich mal. So. Lege deine Ware, ja genau. Okay, ja, viel Spaß. Ich gehe schlafen. Einmal den Hut hochheben. Hallo. Patsch. Gucken, was das Wetter sagt. Das Wetter für morgen. Morgen ist klarer Himmel über die ganze Region. Das heißt, wir müssen wieder gießen. Heben wir jetzt den Hund, brauchen wir es gleich nicht. Ach ja, Sonne scheint. Wir haben jetzt wieder Geld, denke ich. Und es ist 447. Wunderbar. Nur von gesammeltem Kram. Ups. Gucken, was unsere Früchte machen. Sie gedeihen. Ah, seht ihr wohl, ich komme auch an die letzten nicht dran. Das ist natürlich dann schade. Genau, deswegen habe ich das auch immer so gemacht. Das heißt, eigentlich ist das die totale Verschwendung. Ja, was heißt Verschwendung? Es braucht halt mehr Zeit. Ich kann jetzt halt nur die gießen und nicht den da drin. Ups. Muss halt warten, bis ich die Sachen hier abernten kann. Jetzt war ich natürlich schlau. Abernten kann, damit ich halt an den anderen rankomme. Dauert ein bisschen länger. Oh, das passt schon. So. Ich finde den Soundtrack richtig schön. Habe ich bestimmt einen Ohrwurm nach der Aufnahme. So. Es wird übrigens Aufnahmesession geben. Das heißt, ich mache das nicht so wie bei Zelda. Ich begrüße euch nach jedem neuen Part. Sondern ich werde eine Stunde aufnehmen. Werde dann halt euch begrüßen, etc. Sagen, was wir im letzten Part gemacht haben. Eine Fliege. Kann ich dich aufheben? Nein. Und dann passt das. Das ist übrigens der Holzfäller. Wer bist du noch? Oh, der von der Farm. Ich bin Gott, der Holzfäller in dieser Gegend. Wenn du mal anbauen willst, sag Bescheid. Mach ich doch. Gerne. Das ist der Doc, der muss gerade die Fliege da hinten verarzen, weil die so nah am Boden fliegt. Hallo, wer bist du? Oh, du bist der Neue auf der Farm, den der Bürgermeister erwähnte. Ich bin der Doktor in dieser kleinen Stadt. Schön, dich kennenzulernen. Hallo.
Die Fliege ist hier. Ach nein, sie kann wieder fliegen. Er hat sie. Ne, da ist noch eine. Er hat sie repariert. Juhu. Eh schon cool. Echt, das finde ich voll toll von dem Arzt. Der ist so liebevoll und hilfsbereit und einfach klasse, der Typ. Und rein damit. Und rein damit. Und rein damit. Dann gehen wir nochmal beim Dings vorbei. Bei Wong. Immerhin weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Oh, das ist die Karin. Willkommen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du ein Tourist? Irgendwie spreche ich wie so ein Irrer gerade. Okay, dann ist sie eben ein bisschen irre. Du bist also der Neue auf der Farm. Ich habe von dir gehört. Mein Name ist Karin. Wie geht es dir? Wenn du gerade neu anfängst, musst du viele Dinge brauchen. Ich könnte Hilfe brauchen. Natürlich, wer kann das nicht? Warte eine Sekunde. Papa, können wir Ihnen ein Päckchen Samen geben? Oh, komm schon. Was ist mit der Freundlichkeit gegenüber Fremden? Warum bist du nicht etwas netter? Bitte? Okay. Danke, Papa. Ich wusste schon, warum ich dich genommen habe. Hihihi, genommen, hihi. Bitte sehr, das geht aus Haus, keine Ursache. Tetteretete. Es bedeutet viel Arbeit, eine Farm zu führen. Ich drücke dir die Daumen. Ja, gut, wir haben Samen erhalten. Feine Sache. Frage ist nur, wo ist nochmal dieser Sack? Ah, hier, der Arzt ist auffällig mit den Fliegen reparieren da. Ich meine, dass der Typ da irgendwo hier auf dieser rechten Seite war. Da geht's nämlich zum Strand. Wenn ich mich nicht irre, jawohl. Und am Strand müsste dieser Typ sein. Und da müsste auch das Geschäft sein, was natürlich zu ist. Kai Strandhäuschen, nur im Sommer geöffnet. Okay, der ist noch gar nicht da. Dann hier, denke ich, hoffe ich. Jawohl. Willkommen. Danke, dass du gekommen bist. Ich wäre nur die beste Qualität. Nimm die Zeit. Hi. Hallo Karin, sehe dich hier nicht allzu oft. Ich war sowieso am Strand und wollte mir deinen neuen Laden ansehen. Habe schon davon gehört. Welche Schönheit? Wer ist das? Das ist... Mein Name ist Wong, reisender Händler. Ich habe von dir gehört, ich bin Karin. Karan, das ist ein sehr schöner Name. Vielen Dank. Warum zeigst du mir nicht, was du hast? Gottete, Pepe, aus dem Berg. Du behinderst das Geschäft. Du hast viele interessante Dinge. Du hast Geschmack. Es ist goldenes Verkaufszeit, das heißt, du kannst einen Teil umsonst mitnehmen, was immer du möchtest. Wirklich? Cool, danke. Ich nehme das hier. Komm einfach wieder, okay? Werde ich. Tschüss dann. Crazy, 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 crazy. Goldene Verkaufszeit? Wie? Was soll ich nehmen? Goldene Verkaufszeit vorbei. Wenn du etwas möchtest, musst du bezahlen. War so klar. Kiste mit Orangen. Nein, ich will was kaufen. Ah ja, genau, das war so. Man muss nach einer Sequenz jetzt wieder rein und wieder raus. Glaube ich. Ja. So. Willkommen. Cool, das ist aber toll. Können wir eben Sommer, Frühling, könnten wir machen. Grüne Paprikasamen. Mondtropfensamen. Ja. Lassen wir die Finger noch weg. Versuchst du mich auszutricksen? Keine Sorge, Mann. Wong.
pflanzen jetzt erstmal die anderen Samen noch an, die wir bekommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Mal gucken. Gras, super, toll. Ich habe Gras bekommen. Juhu. Kann er sich erstmal ordentlich einen durchziehen und dann chillen und. Oh Mann. Na mal ernsthaft, was soll ich mit den Grassamen, Mann? Die kommen in die Kiste, die brauche ich eh nicht. So. Da sind wir auch schon. Patsch. Ja, wir haben noch nicht ganz so viel, wie man hier sieht. Aber den Hammer für Steine, dann die Sichel für Gras und die Axt für Holz. Klingt komisch, ist aber so. Was dieser Schrittmesser bewirkt, keine Ahnung von mir, und ich schmeiß ihn nochmal durch die Gegend. Findest das ja toll, habe ich gehört. So. Mal gucken, wie das Wetter wird. Das Wetter für morgen. Morgen ist klarer Himmel. Das ist doch fast schön. Kalender. Was gibt's denn Besonderes hier? Das ist Frühlingsernte-Dankfest. Frühlingspferderennen. Jo, da gehen wir doch mal hin. Kochfestival auf dem Rosenplatz. Das heißt, wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt für den Tag? Den 4., ne? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe soweit alles getan. Wüsste jetzt so nicht. Also das heißt, wir legen uns mal jetzt direkt schon hin. Weil wir beschleunigen das jetzt ein bisschen, damit wir schneller machen können. So, erstmal wieder das ganze Leibbrot in den Rachen schieben. Deswegen ist ja auch den ganzen Tag über nichts, weil der sich da schon halt das Brot reinhaut. Also ich meine, ganzes Leibbrot ist echt schon übel, das ist echt Respekt. Wie viel Geld haben wir denn mittlerweile? 800. Das heißt, wir sparen jetzt auf unser erstes Küken. So, einmal gießen. Patsch. 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 Was richtig fies ist, ist, ja gut, hier geht's jetzt, wenn so eine, wie heißt es denn noch, wenn so ein Grasbüschel in der Mitte wächst und du dann da nicht mehr drüber hoppeln kannst, weil später werden wir natürlich auch ein bisschen, der war daneben, werden wir auch wesentlich mehr angepflanzt haben und dann ist das echt schon ärgerlich, wenn wir da dann so nicht mehr drankommen. Aber hey. Das passt. Das ist übrigens ein riesengroßes Feld. Ich kann euch das gleich gerne mal zeigen. So. 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 Und noch eins. So. Ich sage Riesenfeld. Das ist echt riesig. Da ist auch noch mal ein Stall. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Stall ist. Ups, schaut's euch an, das ist echt Mörder. Und ich glaube, ich habe noch nie, wirklich noch nie, das komplette Feld gehabt. Was ist das denn noch? Genau, das ist die Wassermühle. Hier kann man dann Hühnerfutter selbst machen. So wie ich das, oder auch nicht. Nein, das ist doch das Hühnerfutter-Ding. Ups, gießen wir mal hier. Und oben waren zwei Ställe. Das ist dann, müsste dann hier, Moment. Genau, das ist der Kuhstall. Genau, dann müsste nebenan das Schafstall sein. Ah ne, Quatsch, Pferde, genau, man kann ja hier später noch ein Pferd halten. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, ob man mit dem Pferd reiten kann, da bin ich gerade echt so ein bisschen überfragt. Wir suchen nochmal nach schönen Boden-ähnlichen Dingern. Ja, das machen wir jetzt auch. Mal so gucken. Das ist echt ein Riesenfeld. Da haben wir wieder was. Noch eins. Das ist der... Hallo, du musst Pepe sein. Ich heiße Harris, ich bin der Polizist in dieser Stadt. Es ist ja friedlich und sicher hier, du musst dir keine Sorgen machen. Das freut mich doch. Das freut mich zu hören. Das ist wieder unser Bauarbeiter, wollte ich schon sagen.